Okay. Mission. Ordentlich Kram. Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt. Ja, alles klar. Sonst haben wir nichts weiter, ne? Nee, erst nochmal. Astreine Präsentation. Könnte man hier und da noch etwas verbessern. Aber für einen Dilettanten wirklich bemerkenswert. Kann ich mitnehmen? Ja, klar. Gut, den Rest werde ich nicht mitnehmen können. Das gehört ja zur Maschine. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Rein da, würde ich sagen. Wenn die aufhaben, ne? Ach, das ist... Ach, du Schande. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Gar kein Problem, aber pack den noch mal bitte ein. Hast du dir meinen Content mal angeschaut? Nee, tatsächlich noch nicht. Habe ich tatsächlich vergessen und auch noch nicht wirklich die Zeit gehabt. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Okay, nehme ich auch mit. Sehr schön. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Lachgas. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Kann ich den nicht mitnehmen? Was kann ich denn hier noch machen? Ich kann den Hebel ziehen. Arztschrank. Mist. Zu. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Naja, bei dir ist das ja auch nicht... Nichts Außergewöhnliches. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Okay. Seit das Altersheim abgesagt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Was ist da drin? Ein Helm? Im Schrank sah sie leichter aus. Da ist nichts mehr zu holen. Okay. Seit das Altersheim abgeschlossen. Ja, eine Fußfessel. Was mache ich damit jetzt? Da besteht keine Fluchtgefahr. Da besteht keine Fluchtgefahr. Da liegt ein Dietrich drin. Aha. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Das vielleicht schon. Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Na klar. Ich habe ihn da für den Notfall deponiert. Verdammt! Ja, wie komme ich an die Handschellen? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Da geht nichts, da nicht, da nicht, da nicht. Gehen wir mal eben bei Arzt, jetzt Polizei, Feuerwehr, ne? Okay. Den Feuerlöscher nehmen wir auch mit. Ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber okay. Halt so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Gar kein Problem. Dann nehmen wir die Handschuhe mit. Was? Da ist ein Loch in der Plattform. Kommt das jetzt her? Kann ich die da reinlegen? Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Ah. Boah, hab ich hier viel Kram dabei. Die Fußfessel kann doch jetzt da rein. Ich glaube, dass es, wenn ich jetzt am Hebel ziehe, dass sie dann da oben in die Dings fällt. Strike!
Sauber. Die Handschellen nehmen wir mal mit. Das Rätsel haben wir schon mal gelöst. Kann ich sonst noch was machen? Ich müsste an den Dietrich kommen, ne? Ah, warte mal. Nein, andersrum. Nach unten. Nochmal nach unten. Den Feuerlöscher. Der ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Lass ich den einfach da. Aber irgendwas festketten will er, ne? Da, die Klappe. Ich verstehe. So, und jetzt ziehen wir mal den Hebel und gucken, was passiert. Dann kommt das Bett bestimmt gleich raus und der Dietrich fällt irgendwo runter. Ich check's noch nicht so ganz. Kann ich mit dem Dart-Pfeil jetzt auf den Dietrich werfen? Macht das Sinn? Nö. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Was muss ich denn jetzt noch machen? Oh, Moment. Die Luftballons mit dem Lachgas füllen. Mit die Luftballons. Yes. Kann ich mir noch einen machen, vorsichtshalber? Einer reicht vorerst. Okay. Ich krieg das schon gleich hin, was ich vorhabe. Moment mal. So. Wenn ich jetzt den Ballon Feuerwehrleiter. Ich will nicht runter. Das war nicht der Plan. Also ich gehe mal von aus, der rote Vorhang, wieso nimmt er das denn manchmal nicht? So. Wird hier bestimmt zum Stier gehören. Toro! Hey, Toro habe ich gesagt. Ha, was denn? Okay, oder auch noch nicht. Rezept, ein Schild. Okay, das ist ein schwarzer Brettnagel. Aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Und jetzt? Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Ein Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Okay. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurin-Tanks jetzt auf. Kann ich da was wegnehmen? Yee-ha!
Gleich nochmal. Offensichtlich fehlt mir dafür noch irgendwas. Hier ist aufbauen. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Ich brauche ja noch irgendein Gefäß dafür, die gehe ich mal von aus, ne? Boah. Ich komme mal wieder hoch in die Notfallstation, okay. Ich verstehe nur noch nicht so ganz, wie ich an den Dietrich komme. Den muss ich ja am besten runterfallen lassen. Aber wie? Jetzt mut die Kuh da unten die ganze Zeit, ne? Ja, das ist es schon mal nicht. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal, steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Ich weiß, wie ich da rankomme. Muss ich nur gucken, dass ich den richtigen Weg finde dafür. Vor der Stadttor ist das, glaube ich. Müsste ja so sein, theoretisch. Genau, und jetzt kann ich da hochgehen und mir den Dietrich holen. So. Das auch, kein ne? Gitter der Welt kann mich aufhalten. Ja, okay. Das... Nur mal so, kann ich den doppelt benutzen? Um jetzt hier aufzuschließen? Kann ich. Okay. Ja, kein Problem. So, und ich vermute aber, mit dem Dietrich kann ich jetzt das Auto hier auch aufmachen. Truck-Tür. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Okay. Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. Okay, ich sollte mich erstmal um andere Sachen kümmern. Ich glaube, da fehlt mir noch zu viel für. Zum Wassertank, okay. Gucken wir mal, was da ist. Irgendein Haus muss ich fluten, das weiß ich auch noch. Hahn des Wassertanks. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen. Oder mit flüssigem Stickstoff. Je nach Fluchtplan. Okay. Wir gehen mal zu Tonis Laden erstmal. Es
sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Das wirst du wohl müssen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Niemand Besonderen. Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, ohne dich. Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Oh Gott, so viel zu quatschen. Ich fange einfach an. Das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Scheint ja vertrauenswürdig zu sein, ne? Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Okay. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Hm. Hab ich. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Okay. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ja, okay. Sie hat also keinen Bock auf uns. Was kann man hier alles... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Coupons. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen?
Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Okay, meditier mal ruhig, dann kann ich mir in der Zeit Sachen alle klauen. Autsch! Ey! Aua! Guck mal! Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Sehr gut. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Was kann ich denn noch machen? Kram? Mühle? Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Und was packen wir denn da rein? Also ich kann doch mit Sicherheit schon mal den Haken hier an den Ballon tütteln. Ah, ja. Ich weiß nur noch nicht wofür. Doch, ich weiß wofür der ist. Oh, na, da wollte ich gar nicht hin. Aber wenn ich jetzt eh die Coupons nochmal klauen will. Finger weg! Ja, aber du sagst ja andauernd irgendwas. Nimm die Füße vom Tisch, lass keine Raubtiere in die Wohnung, schick die Medikamente zu Oma. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und, sieh her, meine Füße sind schon mal nicht auf irgendeinem Tisch. Oh, nicht aufregen, Toni. Nicht aufregen. Tief durchatmen. Ja, meditieren. Meditieren. Ich hätte die Coupons klauen sollen. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Okay. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Was kann ich noch machen? Was ist mit dem Kram? Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Hm. Ich habe so viel Kram in der Tasche und ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Also ich gehe mal von aus, also mit dem Ballon mache ich, glaube ich, diesen Schornstein auf. Ich weiß noch nicht, wofür der ganze andere Kram ist. Keine Ahnung. Ich glaube, mit Toni ist auch nicht mehr gut Kirschen essen. Coupons. Ich frage es nochmal. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Wieder ein Bild. Ich habe ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Ja, und da gehe ich jetzt hin. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da.
Gehen wir mal zu Tonis Haus und gucken in die Apotheke. Wenzel, wo ist denn das Scheißhaus von ihr? Irgendwo war doch Wenzels Haus. Da, Tonis Hütte. Ja, ich möchte in die Hütte gehen. Halt nicht überall an. Ah, guck mal, die Handschuhe. Damit kann ich die Chilischote nehmen. Ja. Habe ich schon mal eine Zutat. Check. Das hat gebimmelt. Damit sind die Handschuhe weg. So. Dann gehen wir mal die Hausapotheke plündern. Oh, und das Messer damit. Ah. So, warte mal, Apothekenschlüssel. Was haben wir da? Beruhigungsmittel. Ah ja. Und ich schätze mal, mit dem Seziermesser kann man bestimmt das hier durchschneiden. Kann man nicht. Gut. Was ist denn hinter der Hütte los? Ist hier noch irgendwas für uns? Den Trichter, den können wir bestimmt auch noch gebrauchen. Ja, ja. Na, nimm mal mit. Und die Rakete geht bestimmt auch für irgendwas. Kann ich das Schweißgerät noch mit? Klar. Ich habe keine Ahnung, was ich damit alles machen soll, aber gut. Dann haben wir hier erstmal alles weggeholt. Es ist auch noch das Rätsel mit den Sprengungen offen. Hier war ja sonst nichts mehr. Das Wasser kocht immer noch, das Papier hält ganz schön lange. Klingeln brauchen wir nicht nochmal. Dann gehen wir mal in Wenzels Haus rein. Gucken, was wir da anstellen können. Also da können wir auf jeden Fall den Schornstein mit dem Ballon aufmachen. Das weiß ich noch. Und dann können wir das Haus fluten. Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Mhm. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Ist er. Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja. Diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft, das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt. Ja. Oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles Paletti. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Nein, hat er nicht.
Willst du gar nicht zum Rathaus? Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Wie kriegst du die Wasserader? Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Was ist das Hauptziel des Spiels? Ja, ist eine Story, ne? Die geht auch über mehrere Teile. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Vier? Ich glaube, vier Teile sind das. Und ja, ist halt eine ganze Geschichte, die da erzählt wird und die man hier quasi... ich weiß gar nicht, wie diese Art Spiele heißen, hier diese Klick- und Such- und Rätselspiele. Es ist eigentlich nur diese Story durchzuspielen. So, Warteschlange hatten wir. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwa gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Ich nicht. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Worum geht es denn diesmal? Ach du Scheiße. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Okay, schwarzes Pulver haben wir. Rakete. Klares Wasser. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater eins klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwa geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Okay. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Ich hoffe, ich kann die mitnehmen. Belebendes Wasser... Energiereiches Wasser. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Okay, und das? Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Okay. Schwarzes Pulver, wir haben die Rakete, da kriegen wir Schwarzpulver her. Das klare Wasser, Rathaus, belebendes Wasser ist das Blut vom Stier, den haben wir ja auch schon bereit. Und energiereiches Wasser, dafür müssen wir das Auto, glaube ich, noch knacken. Alles klar. Ich glaube, ich mache das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Grüßenwitze. Eine große Hilfe. Weil du klein bist. Ja, wir haben es verstanden. Bis später. Warteschlange hatten wir schon, glaube ich. Mehr die Wünsche. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Okay. Ich kann rausgehen, Badezimmer, Keller. Gehen wir erstmal ins Badezimmer.